30 Kilo. So, ich darf aufsetzen, ja? Ja, nein, ich möchte einfach die körperliche Belastbarkeit veganer Menschen halt mal demonstrieren mit dieser extremen Sache. Und ja, und darum halt auch 6 Stunden und 30 Kilo, weil man hätte ja durchaus auch 10 Kilo nehmen können und 2 Stunden, das wäre dann vielleicht auch ja nicht mal so schlecht gewesen, aber ich denke mal, das ist nicht spektakulär genug. Das muss ja, das muss brutal sein. Also man sollte den Kopf schütteln. Und ich denke, dann macht es auch Sinn. Und ich hoffe, dass wir heute Geschichte schreiben werden, vegane Geschichte. Und ja, ich weiß, dass wir das einfach tun werden und dass wir da wirklich den Veganismus in Deutschland halt voranbringen werden, diese Aktion heute. Und ich bedanke mich auch bei allen Restlichen, die hier anwesend sind, die ja, weiß ich nicht, vom Wasserreicher über, keine Ahnung, halt von auch an die Zuschauer nochmal einen recht herzlichen Dank, weil das hilft mir halt auch. Das ist halt positive Energie und die ist immer gut. Schönen Dank. Super. Okay, wunderbar. So schön. Gut, danke. So, Micha. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los! Super! Glas? Ja, mit Schleim. Ne? Ach so. Bitte. Ja, da ist Banane drin, Sojamilch und. Danke. Banane, Sojamilch und was noch und Nüsse. Schmeckt lecker und macht echt Power. Muss mal kosten. Überlegt mal eine Leinwand zu beschreiben mit Grüßen und Wünschen, die er sich dann zur Erinnerung ins Wohnzimmer hängen kann. Power of vegan is power of mind and body, which is responsible for all good and bad things. And he is demonstrating to us a good thing to save the world from eating a lot of meat, which costs the world CO2 gases, which produce through killing animals. Michael kam vor ungefähr einem halben Jahr auf uns zu, kam zur Albert-Schweitzer-Stiftung und hat gesagt, ich möchte gerne mit euch zusammen eine Aktion machen. Er war damals noch Vegetarier und hat gesagt, er möchte die Idee voranbringen und einfach durch seine enorme sportliche Leistungsfähigkeit die vegetarische Idee fördern. Und wir haben im Laufe der Zeit uns immer unterhalten und ich habe auch mal vorgeschlagen, es mit der veganen Ernährung auszuprobieren. Stellte sich sogar heraus, dass ihm das noch mehr hilft, dass er noch leistungsfähiger wird. Sein Körper regeneriert sich viel schneller, seine Muskeln bringen mehr Leistung. Ist natürlich auch toll zu sehen, wenn man das so aus erster Hand erfährt. Und ja, heute sind wir einfach da, müssen natürlich für ein Rekordbuch das alles ganz genau dokumentieren. Das heißt, wir haben eine geeichte Waage hier, haben ganz genau ausgewogen, dass der Rucksack 30 Kilo wiegt.
und wir haben auch ehrenamtliche Helfer, die dokumentieren, wie oft er hier die Stufen hoch und runter läuft. Jetzt zieht er gerade über seine Grenze, der Körper. Jetzt gibt er noch mal all deine Schmerzen, was da rein. Fuck. Das ist schon filmreif hier gewesen. Kommt an. Was kommt an, auf jeden Fall? Ey, das muss ankommen. Ey. Wir haben es einfach verdient. Weil wir Jute tun. Wir tun verdammt Jute. Wir machen es ohne Egoismus. Wir tun es einfach, weil es eigentlich eine Pflicht ist. Das wir haben das erkannt. Wir haben uns gleich verstanden. 20.000 und zwei Stufen. Man glaubt es nicht. Nee, ja, 20.000 und zwei Stufen. Ja, so ist gut. Wunderbar. Das ist doch besser. Okay. Am Ende muss ich sagen, war meine Motivation teilweise, dass ich mir vorgestellt habe, was um die Uhrzeit, wo ich jetzt gerade hier laufe und meine Krämpfe habe, was ein paar Kilometer weiter Tiere in irgendwelchen Massentierhaltungsanlagen halt erleiden. Und da habe ich mir gesagt, ey, du hast hier gerade mal so einen kleinen Krampf, du willst jetzt gerade die Treppe nicht hochlaufen. Was ist denn das? Dieses Schweine hat gerade einen Bolzenteiler oder wird hier gerade mit irgendwelchen Stromsachen betäubt und lebendig aufgeschnitten. Also jetzt lauf ich fälligst weiter. Du willst hier einen Rekord aufstellen, einen veganen Rekord und das machst du jetzt. Und das war so die Motivation, dieses Leid, dieses immense Leid. Ich habe das in dem Moment auch gespürt und mir sind die Tränen gekommen. Also ich habe hier am Ende bei diesen Schmerzen auch eine unheimliche Trauer in mir. Und das war eine Motivation.